Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um unsere Wirbelsäule, vor allem um die Wirbelsäule von Kindern und Jugendlichen, denn wenn die im Wachstum sind, besonders dann, kann es passieren, dass sich die Wirbelsäule nach und nach verdreht. Das nennt man eine Skoliose. Da gibt es leichte Formen, da gibt es aber auch schwere Formen, die das spätere Leben sehr beeinträchtigen können. Entsprechend unterschiedlich sind die Therapien und wir sprechen heute darüber, ob es eine OP braucht oder nicht und wie man da vorgeht. Bei mir ist Professor Thomas Niemeyer, er ist Orthopäde und Chirurg. Er ist Chefarzt der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie an der Asklepios-Paulinen-Klinik in Wiesbaden. Schön, dass Sie kommen konnten. Guten Tag. Sagen Sie uns erst einmal, was ist Skoliose? Aus dem Begriff, der kommt, stammt ja aus dem Griechischen, bedeutet das zunächst einmal ja nur krumm, aber es ist letztendlich eine sowohl seitliche als auch Verdrehung der Wirbelsäule. Daher dieses Wort Skoliose, krumm, übergeleitet heute als medizinischer Begriff Skoliose. Ausmaße, das sagten Sie schon in einleitenden Worten, ist sehr verschieden. Es gibt kleine, leichte, milde Skoliosen, aber es gibt auch sehr schwere Formen. Und es hängt davon ab, wie die was die Ursache für diese Skoliose ist, um dann daraus die entsprechende Behandlung abzuleiten. Ist es häufig? Das kann man schwer sagen. Die Zahl der Skoliose-Erkrankten oder beziehungsweise der Veränderung an der Wirbelsäule lässt sich nicht so genau definieren, weil wir glauben, dass die Dunkelziffer im Sinne, dass die Wirbelsäule nicht ganz gerade ist bei unseren Menschen oder bei uns allen, viel, viel höher ist. Aber dass sie sich wirklich als Skoliose im Sinne wirklich ausgeprägten Verkrümmung präsentiert, die ist, glaube ich, sehr gering. Sie wird auch hin und wieder als seltene Erkrankung bezeichnet. Das kann ich an Zahlen nicht belegen. Und gibt es ja durchaus eine Form, die sich auch immer stärker fortentwickelt, habe ich gehört, und die immer schlimmer wird? Also der Verlauf ist sehr von der Ursache abhängig. Die meisten Skoliosen wissen wir leider bis heute nicht die Ursache. Deswegen sprechen wir da von der idiopathischen Skoliose. Und das ist eben bei den Kindern und Jugendlichen so wichtig, weil das eben auch in dem Wachstumsschub von der Kindheit in die Pubertät und zum Erwachsenen eben so wichtig ist, weil da kann die Wirbelsäule sich sehr stark verändern, einmal durch das Längenwachstum und dann eben in die Skoliose hineinwachsen. Deswegen ist es in dieser Zeit so erforderlich, dass man tritt eine Skoliose auf oder wird sie festgestellt, dass man sie gut beobachtet und eben gegebenenfalls die entsprechenden Behandlungen einleitet. Ja, welche Behandlungsmöglichkeiten ganz grundsätzlich hätten wir denn? Also zunächst einmal ist gerade beim wachsenden Skelett Kinderorthopädie beobachten, feststellen, analysieren, worum handelt es sich überhaupt, herauszufinden, vielleicht gibt es in der Familie auch jemanden, der schon mal eine Skoliose hatte, sprich sozusagen die sogenannte positive Familienanamnese. Und dann kann man daraus eben in erster Linie eine konservative Therapie ableiten. Das ist die Mehrzahl aller unserer Patienten und das ist auch die gute Nachricht für unsere Patienten. Wir behandeln in erster Linie erstmal konservativ. Das heißt, wir behandeln mit Krankengymnastik, wir behandeln mit sportlichen Aktivitäten, um die Haltungsmuskulatur zu stärken. Wir führen eine spezielle Krankengymnastik nach Schrot ein oder durch, um eben bestimmte Muskelgruppen an der Wirbelsäule gezielt zu behandeln oder zu stärken. Und wir führen eine Korsettbehandlung durch. Das sind so die Säulen der konservativen Therapie. Das hängt nach wie vor oder ist sehr stark beeinflusst vom Alter der Patienten, vom Auftreten und von dem Grad der Reife. Nicht jeder 13-jähriges Mädchen oder jeder 13-jährige Junge ist gleich, zwar kalendarisch alt, aber biologisch gleich alt. Und da geht es eben das Beobachten und Feststellen, wie verhält sich das Wachstum, um die Wachstumslenkung eben gut hinzubekommen. Aha, das heißt, es muss auch nicht immer sein in dieser konservativen Behandlung, dass man ein Korsett tragen muss? Nein, genau. Das ist so, dass man zunächst erstmal feststellt, welches Ausmaß, wie ist die Skoliose, wo ist sie lokalisiert. Nicht jede Skoliose ist in der Brustwirbelsäule oder in der Lendenwirbelsäule. Da gibt es verschiedene Lokalisationen. Und davon abhängig macht man dann eben die Einleitung einer konservativen Therapie. Und es ist eben so, dass man in erster Linie zunächst mal mit Physiotherapie oder anders gesagt Krankengymnastik anfängt und nicht sofort mit dem Korsett. Aber das ist ein wichtiger Baustein in der konservativen Behandlung. Und was würde dafür Ausschlag geben, dass man sagt, das müssen wir doch operieren? Wie schon gesagt, es ist wichtig, festzustellen, um was für eine Skoliose handelt es sich. Ist es die idiopathische oder ist es vielleicht eine angeborene oder durch eine bestimmte Muskelerkrankung hervorgerufene
Wirbelsäulenverkrümmung, dann das Ausmaß, also der Schweregrad, da wird ja immer gern von dem Verkrümmungswinkel gesprochen, das ist aber nur ein Teil, um zu entscheiden, ob eine Operation notwendig ist. Also es ist, ich sage mal, guter Begriff ist ein multifaktorielles Geschehen, also das Alter der Patienten, der Reifegrad, das Ausmaß der Skoliose und die Ursache, die zusammen führen dann zu der Entscheidung, dass man eben bei Zunahme der Skoliose, es wird gern dieser Verkrümmungswinkel 40 Grad, wird immer diskutiert, aber das ist nur ein Wert, wird dann eben nicht selten dann bei Zunahme entschieden, mal über das Thema Skolioseoperation zu sprechen und mit den Eltern bzw. mit den Kindern und Jugendlichen das Thema anzugehen, ob man dem nämlich die Verkrümmung anderweitig begradigen kann oder sogar begradigen muss. Ja, was heißt das denn, Operation? Was wird denn da gemacht von Ihrer Seite? Also in aller Regel beruht das Grundprinzip der Skolioseoperation beruht auf einer Versteifung im Volksmund. Wir sprechen von der Spondylolyse, aber gleichzeitig und in erster Linie zunächst erstmal von der Korrektur-Spondylolyse, also Begradigungsversteifung würde man das vielleicht einfach übersetzen. Will sagen, dass man die Wirbelsäule in ihrer ursprünglichen Situation zwar belässt, aber sie begradigt. Das heißt, man nimmt nicht keine Wirbelkörper oder ähnliches weg, sondern man entfernt, man versucht, die Wirbelsäule in ihrer Gesamtheit wieder gerade einzustellen, einen balancierten Rumpf, einen Oberkörper, der balanciert so steht, wieder herzustellen. Und das Stück, was man an der Wirbelsäule operiert hat, wird dann versteift und das ist dann sozusagen tragfähig für die nächsten Jahre, Lebensjahrzehnte, für das restliche Leben, wenn es eben eine Operation im jugendlichen Alter ist. Wie groß kann denn die Strecke sein, die Sie da versteifen? Sind das nur zwei Wirbel, die Sie zusammenbinden oder ist das mehr? Also in aller Regel sind es mehr. Ja. Es ist leider so, dass manche ausgeprägte Skoliosen so stark sowohl in der Brustwirbelsäule als auch in der Lendenwirbelsäule sind, dass man sowohl Teile der Brustwirbelsäule als auch der Lendenwirbelsäule operieren bzw. versteifen muss und korrigieren. In keinem Fall oder in den seltensten Fällen wird die Halswirbelsäule mit betroffen sein. Die ist zwar Teil der Wirbelsäule, aber muss nicht mit versteift bzw. korrigiert werden. Es betrifft in der Regel die Brust- und Lendenwirbelsäule und wir versuchen heute, deswegen auch so wichtig, das Beobachten, Analysieren, eben rechtzeitig einzugreifen, wenn wir feststellen, dass bestimmte nicht operative Maßnahmen nicht greifen, rechtzeitig zu operieren, um eben die Versteifungsstrecke so kurz wie möglich zu halten. Das ist das Ziel aller Anstrengungen. Womit versteifen Sie denn die Wirbelsäule? Also weltweit werden heute Titanimplantate eingesetzt. Das sind Schrauben und Stäbe, die an der Wirbelsäule befestigt werden. Und über diese Korrekturmanöver mittels der Stäbe wird dann die Skoliose versucht, in ihrer 3D-Verkrümmung wieder sozusagen zu derotieren, zu begradigen, eben auch um die Rotationsprobleme, die ja bekanntes Rotationsmerkmal ist ja der Rippenbuckel oder der Lendenwulst, dass man den eben wieder versucht, fast vollständig zu beseitigen. Und das kann man mittels dieser Korrekturmanöver eigentlich heutzutage sehr gut, sodass die Kinder und Jugendlichen oder auch eben die Erwachsenen mit einem balancierten Rumpf, wie ich es bereits geschildert habe, geraden Schultern, Beckengradstand und einem harmonischen, balancierten Rumpf nach der Operation wieder aufstehen können und gerade durchs Leben gehen können. Ja, genau. Ich wollte nochmal kommen auf diesen Begriff der Versteifung. Der hat ja so ein bisschen einen schlechten Ruf. Mhm. Man kennt das eigentlich daraus, ein steifes Knie, ein steifes Sprunggelenk und dann sagt man sich, das ist ja eigentlich eine Einschränkung meiner Beweglichkeit. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann ist das eigentlich genau die Chance. Kann man das so genau, sagen? Das ist die Chance, obwohl wir dafür ein Mittel oder einen Weg wählen, der sehr unnatürlich klingt. Das ist die Chance, um einmal wieder gerade durchs Leben zu gehen, im Sinne einer geraden Wirbelsäule. Ja. Und bei rechtzeitigen und guten Zeitpunkt ist die Einschränkung, die wir heute sehen bei den Jugendlichen, insbesondere wenn es Jugendliche sind, die operiert wurden, die ist minimal. Also sprich, wir haben keine Einschränkung für die täglichen Aktivitäten wie Schule, Schulsport etc. Es gibt vielleicht Dinge, wo man sagt, Extremsportarten sind vielleicht nicht das, was man mit einer korrigierten Wirbelsäule nach einer Skolioseoperation machen sollte. Aber selbst da haben wir leider auch schon oder auch im positiven Sinne Kinder erlebt, die uns dann überrascht haben mit Extremsportarten wie Trampolinspringen oder das ist vielleicht keine Extremsportart, aber eben Rollerskaten etc., Skifahren und das völlig ohne Einschränkung durchgeführt haben. Ja.
Und insofern kann ich heute also nicht so richtig erkennen, dass dieser negative Begriff in dem Sinne für das Leben, was nach der Skoliose-Operation kommt, dass man das eigentlich so nicht sagen kann und so formulieren kann. Es hört sich, da haben Sie völlig recht, Versteifung hört sich negativ an, aber aus meiner Sicht, ich sehe das immer eher als große Chance und würde das nur bekräftigen und versucht den Eltern und den Kindern immer wieder das Bild zu vermitteln, dass sie damit gerader durchs Leben gehen können, aufrechter und ohne jegliche Einschränkungen. Ja. Kann es denn für eine OP auch zu spät sein im Alter, also im Altersverlauf des Kindes? Also zu spät, das ist dank des heutigen medizinischen Fortschritts fast oder sehr selten, dass es zu spät ist. Aber es gibt auch Fälle, Patienten, leider muss man so sagen, wo man aufgrund des Allgemeinzustandes, der doch sehr schwach ist, das Kind oder der Jugendliche vielleicht auch noch andere Nebenerkrankungen hat, dass man eben solch eine Operation nicht machen kann. Das ist selten. Mhm. Gott sei Dank können wir heute vielen Eltern und den Kindern Operationsmöglichkeiten anbieten, auch Verfahren, die vielleicht angepasster an den Allgemeinzustand sind. Aber letztendlich gibt es diesen seltenen Situationen leider auch, wo man dann als behandelnder Arzt eben doch sagen muss, man kann hier nicht weitergehen, weil man eben doch Gefahr läuft, dass das vielleicht zu viel Belastung für die jeweiligen Patienten bedeutet. In seltenen Fällen. Aber noch eine Frage zur OP selber. Gibt es ein Risiko, dass man damit eingeht, wenn man diese OP durchführen lässt? Die größte Sorge der Eltern ist heutzutage immer natürlich die Frage, wie hoch ist das Risiko einer Querschnittslähmung bei solch einer Operation. Weltweit, da sind wir uns einig und die Studien belegen das auch, bewegen wir uns so zwischen 0,5 und 1%, also 0,6, 0,8% Wahrscheinlichkeit. Das ist, Vergleiche hinken immer, aber eine sehr, sehr geringe Zahl. Für den jeweiligen einzelnen Patienten ist es natürlich nach wie vor eine sehr schwierige Situation. Aber wir haben heute Methoden, intraoperativ werden die Ströme vom Gehirn bis in die Füße gemessen. Wir können kontinuierlich überwachen, wie sich die Situation im Rückenmark verhält, sodass wir heutzutage in der glücklichen Situation sind, selbst wenn derartige vielleicht Grenzsituationen entstehen, dass wir die gut beherrschen können. Und damit ist, wir den Eltern immer wieder sagen können, dass sie, es sagt sich leicht, keine Sorgen machen müssen, die werden sie sich machen. Aber wir können Ihnen versichern, dass die Chancen oder die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, sehr, sehr gering sind und wir ein gutes und sicheres Operationsverfahren Ihnen zur Verfügung stellen können. Und was kommt danach? Also operiert ist ja dann die Wirbelsäule, aber es gibt ja noch Muskeln, es gibt noch Bänder, die sich vielleicht an eine andere Situation gewöhnt haben. Wie lange haben Sie danach noch mit Patienten zu tun? Was passiert mit Ihnen? Also mit den Patienten haben wir, das ist ganz unterschiedlich, manchmal sehr lange zu tun. Es gibt Patienten, die sich an die meisten, oder ich kenne wenige, die sich an ihre Skoliose-Operation nicht erinnern. Und die kommen auch nach 10 Jahren mal vorbei, um einem zu erzählen, wie gut oder wie schlecht es in Anführungsstrichen es einem geht. Tatsache ist, dass die, und das ist auch wiederum das Gute, dass allein der stationäre Aufenthalt nach solch einer großen Operation ja in der Regel nur zwischen 1 und 2 Wochen maximal beträgt. Danach werden die Kinder in die Häuslichkeit entlassen und eine der beliebtesten und auch immer wieder lustigen Fragen ist, darf ich denn danach wieder zur Schule gehen? Und unsere Antwort ist immer darauf, wir operieren dich nicht am Kopf, sondern nur an der Wirbelsäule. Natürlich darfst du zur Schule gehen. Was wir damit signalisieren und auch den Eltern in dem Gespräch mit dem Kind oder dem Jugendlichen vermitteln wollen, ist, dass sie natürlich muskulär wieder in der Lage sind, normal am Alltag teilzunehmen. Aber sie haben völlig recht, die ersten 3 Monate erfordert das gerade in Bezug auf das Zusammenwachsen und Abheilen der Muskulatur, eine regelmäßige Krankengymnastik. Wir empfehlen das regelmäßige Schwimmen gehen einmal pro Woche und wir empfehlen auch nach 3 bis 6 Monaten nochmal eigentlich eine Rehabilitationsmaßnahme, um die Muskulatur nochmal gezielter aufzutrainieren. Aber das sind alles Maßnahmen, die man gut in den Alltag integrieren kann und wir wollen auch den Eltern und den Kindern damit vermitteln, dass sie im täglichen Leben keine Einschränkungen haben. Wir lassen sie nach 6 Monaten in der Regel auch wieder am Schulsport teilnehmen, bis auf vielleicht das Geräteton, was ja auch vielleicht logisch ist, dass das nicht so ganz möglich ist, sodass sie auch in ihren sozialen Kontakten und auch in der körperlichen Bewegung mit ihren Freunden, Klassenkameraden im Umfeld keine Einschränkungen empfinden, nur weil sie an einer Skoliose operiert wurden. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund!